Bis jetzt habe ich schon einige Kameras ausprobiert. Egal ob groß, wie die Sony Alpha 7S II oder auch nur die Canon 600D. Bis hin zu kompakten Camcordern wie die Canon Legria. Dazu kam noch die allbekannte GoPro Hero 7. Aber egal welche Kamera ich mit auf meinen Reisen hatte, eine hat mich ganz besonders geflasht. Und das ist für mich die Top-Kamera unterwegs. Die DJI Osmo Pocket. Anfangs wollte ich nicht mal mehr ein Video über den DJI Osmo Pocket machen, weil da einige Sachen gefehlt haben, um die perfekte Reisekamera für mich zu werden. Aber DJI hat nicht lange mit den neuesten Updates auf sich warten lassen und mich komplett überzeugt. Versteht mich nicht falsch. Als Reisender möchte man eine Kamera mit dabei haben, die weder zu groß noch zu klein ist, am besten noch verwacklungsfreie, gute Aufnahmen, wenn möglich sogar 4K 60fps. Der Ton muss stimmen und man muss sich am besten selbst auch noch sehen können, um das Footage im Vorhinein checken zu können. Das alles und noch viel mehr sind die Gründe, warum es meine Reisekamera geworden ist. Nicht nur, weil das Ding nur 359 Euro neu kostet, zudem einen sehr guten Akku hat, gute Aufnahmen liefert und ein integriertes Gimbal zum Mitnehmen ist, sondern auch, dass man einfach mal wieder Aufnahmen machen kann, zu die man so gar nicht fähig wäre oder massives Equipment benötigt. Das Schöne an dem Osmo Pocket ist, dass man ihn mit etwas verbinden kann, was man sowieso 24/7 in seiner Hosentasche hat. Und das ist das Handy. So krass vollgestopft mit Features, wie der Osmo an sich schon ist, gibt die App sogar noch doppelt und dreifach raus. Gehen wir doch mal einfach meine Lieblingsfeatures durch und kommen nachher auch zu den nicht so schönen Dingen. Das erste, was mir absolut gefällt, ist das Menü und die schnelle Handhabung. In 5 Sekunden ist das Ding einsatzbereit. Wo die meisten Kameras gerade noch hochfahren, der Ton sich einpegelt, hat man schon die 1 oder 2 Sekunden mit dem Osmo Pocket gefilmt und mein Bart hat gerade gejuckt. Von 1080p bis 4K 60fps und Face Tracking ist hier alles mit dabei. Ein einfaches Menü, wo man alles schnell umstellen kann, was in vielen Situationen wirklich Pluspunkte mit sich zieht, weil man so den ein oder anderen Shot dann doch mal gut und gerne verkackt. Das Face Tracking ist eine sehr gute Möglichkeit, einen Kameramann oder Kamerafrau zu ersetzen oder zu simulieren, was echt cool wirkt. Das Gimbal-System an sich hat verschiedene Modis, die perfekt für jede Situation geeignet sind. Je nachdem, ob man die Kamera als Vlogger oder doch für kurze professionelle B-Rolls verwendet, ist hier an jeden gedacht worden. Bis hin zu 4x verlangsamte Full-HD-Aufnahmen, Zeitraffer und Porträt-Modi bietet einfach mal neue Möglichkeiten, um sein eigenes Werk nochmal richtig aufzupeppen. Natürlich hat alles Gute auch seine Schattenseiten. Der Gimbal ist leider nicht wasserfest. Zudem, zur Aktivierung von dem Gimbal braucht man ein Handy mit Type-C-Anschluss. Das Ganze hat mich und meinem Xiaomi-Handy satte 15 Stunden Stress gekostet, die mir leider nicht wieder zurückgegeben werden. Dabei hat mir aber der Kundenservice geholfen, der nach mehrmaligem Hin und Her sich dann doch entschlossen hat, mir zu helfen und wird an der Stelle eine 8 von 10 von mir bekommen. Was mich dann doch im Endeffekt gestört hat, ist das Design. Man hat hier keine Möglichkeit, den Osmo Pocket irgendwo abzustellen. Die Oberfläche ist ziemlich klein. Und auch bei kleinsten Windböen fliegt das Ding mal gut und gerne bis nach Russland. Das Schöne hierbei ist jedoch, dass es die erste Version ist. Und wenn wir uns das Gimbal-System in Kompaktheit mal ansehen, dann freue ich mich auf die Zukunft und was DJI noch daraus machen wird. Wie könnte eine zweite Version von einem DJI Osmo Pocket aussehen? Mit Standfuß, vielleicht etwas schwerer und Features, die wir uns jetzt gar nicht erträumen können. Oh, und warum die GoPro nicht zu meiner Favorite Travel Kamera gewählt worden ist? Mir gefällt der Look einfach nicht so. Und auch Lowlight technisch schneidet der Osmo viel besser ab.
Ich hoffe doch, diese etwas andere Art von Video hat euch trotzdem unterhalten. Und alle Sachen findet ihr in der Beschreibung auf meiner Seite verlinkt. Es würde mir viel bedeuten, wenn ihr dem Video ein Like geben würdet, weil es doch etwas aufwendiger in der Produktion war. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Alles weitere seht ihr jetzt auf dem Bildschirm und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein, wisst ihr, was ich meine.